Hallo Kamis und herzlich willkommen zur neuen Folge Let's Play Star Stable Online. Heute wollen wir uns weiter mit Hawaii Jones unterhalten, der, ich weiß nicht, Großenkelin oder sowas. Oder Urgroßenkelin von Mississippi Jones, mit dem wir ja schon Bekanntschaft gemacht haben, beziehungsweise mit seinen Quests und seinem Rätsel. Den Hut, den sie ja trägt, den habe ich ja auch in meinem Stall irgendwo rumfliegen. Und außerdem wollen wir uns heute um die Spinnenquest kümmern, wie ich es in der letzten Folge schon versprochen habe. Mal sehen. Ha, hier sind die letzten Zeilen, die Mississippi ins Tagebuch schrieb. Lass mich vorlesen. 20. Mai. Herr Winterwell hat viele spannende Geschichten über Epona erzählt und ich glaube, dass ich wieder auf der Spur von Alexas Horn bin. Nicht weit von hier liegt die kleine Sonneninsel. Eine Inselkette, auf der die Schafe der Familie Winterwell im Sommer grasen. Auf einer der Inseln, so erzählt Herr Winterwell, findet man Ruinen aus der Römerzeit. Ich vermute, dass dies Überreste eines Labors sind, welches den Gelehrten Neu-Alexandrias gehörte. Mit etwas Glück kann ich dort etwas finden, was mich weiterbringt. Die Insel, die ich suche, ist auch wegen einer anderen Sache besonders. Nichts wächst dort. Ich und Cornelia haben Südhof besucht und dort Bäume gesehen. Ich wusste also genau, welche Insel gemeint ist. Was denkst du, Ilva? Weißt du, welche Insel er meint? Du glaubst ja? Ha, fabelhaft! Weißt du was, wenn du Alexas Horn finden kannst oder irgendeine andere gute Spur, bringe ich dir alles über Archäologie in Epona bei. Klingt das nach einem Plan? Gut, ich mag dich, Ilva. Folge einfach Mississippis Fußspuren. Viel Glück. Danke. Vergiss nicht, deine Hacke mitzunehmen. Du hast im Gefühl, dass sie bald von Nutzen für dich sein könnte. Ja, ich habe sie dabei. Ich meine, ich weiß auch, welche Insel gemeint ist. So, hier haben wir Schafe und sagt das Spiel, dass es die Sonneninseln sind. Und da vorne ist eine Insel, auf der nichts mehr wächst. Diese hier. Ha, na sieh mal einer an. Hier ist der Ort, den der Hinweis beschrieben hat. Ich soll das jetzt kaputt schlagen? Okay, wir zerkloppen es also. Wow. Nichts hier. Ja, ich habe sie auch gerade zerstört. Star Stable, was zum Teufel? Das sind archäologische Vasen. Das können wir doch nicht kaputt hauen. Du findest in dem antiken Amphore ein Messingrohr mit Verschluss. Du schraubst dieses ab und findest darin eine Seite von Mississippi Jones Tagebuch. Du nimmst die zusammengerollte Tagebuchseite aus dem Messingrohr und liest. 21. Mai. Liebe Cornelia, meine treue Lehrerin, ich hoffe inständig, dass du das hier nicht liest. Ich werde verfolgt, ich habe es schon länger vermutet. Aber jetzt bin ich sicher, ich weiß nur nicht von wem. Falls du meine Worte noch lesen solltest, hoffe ich, dass du mir unter diesen Umständen folgst und mich findest. Aber ich denke, er hofft, dass sie das hier inständig nicht liest, okay? Folgst und mich findest, sofern ich nicht zurückgekehrt bin. Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird, aber wenn ich etwas auf meiner Reise gelernt habe, dann dass man nicht vorsichtig genug sein kann. Ha, wie auch immer. Lass mich weiter auf der Jagd nach Alexas Horn erzählen. Das Horn ist nicht hier, aber ich habe es auch nicht erwartet. Dies ist der Ort, an dem Jovicius, was? Jovicius, nach dem wurde die Insel benannt. What? Der Jüngere, ein Alchemist aus Neu-Alexandria, einst arbeitete. Er widmete sein Leben der Forschung, um das Geheimnis des toten Urbaums in Südhof zu lösen. Hätte er herausgefunden, weshalb er starb, würde Jorviks Geschichte nun komplett anders aussehen. Die Macht, die die Römer hätten, aber nein, ich beginne zu schwafeln. Was ich hier gefunden habe, hat mich auf einen Fall und eine Idee gebracht. Vielleicht war das Horn in der Baracke unterhalb von Neu-Alexandria. Es war wertvoll, sodass es vielleicht von dort positioniert Legionären bewacht wurde. Okay. Es ist ein Versuch wert, auch wenn es schwierig werden könnte, etwas zu finden. Nachdem die Schießpulverfabrik, die an dieser Stelle gebaut wurde, in die Luft ging, wenn dort etwas zu finden ist, dann auf dem Grund des großen Donners. Du glaubst zu verstehen, wohin Mississippi Jones von hier aus gereist ist? Du entscheidest dich, seinen Fußspuren zu folgen, um zu sehen, ob du dort mehr Hinweise finden kannst. What? Donner. Es gibt hier einen Donnerpfad oder so, oder? Also erst habe ich jetzt bei Fabrik an Fear Groove gedacht. Da in der Nähe ist ja eine Fabrik, aber ich meine,
Ich meine, es handelt sich irgendwo in Epona um den. Ach, wo ist das noch? Wenn man hinter dem Sumpf da, ich meine, zu dieser alten Farm hochreitet, ist das nicht da? Ist da nicht irgendwo der Donnerweg oder Donnerpfad? Ich werde einfach mal hinreiten und gucken. Wenn was da ist, dann melde ich mich von da aus wieder. Ansonsten melde ich mich von der nächsten Stelle, wo ich es dann gefunden habe oder vielleicht auch von da und überlege mit euch zusammen, wo es als nächstes hingehen soll. Wir sehen uns gleich wieder. Ich habe den großen Donner nach Ewigkeiten endlich gefunden. Es ist dieser große Spalt hier. Ich hatte eigentlich gedacht, das wäre was Natürliches. Ich wusste nicht, dass es hier passiert ist, weil hier eine Schießpulverfabrik in die Luft geflogen ist. Ist aber interessant zu wissen. Das bedeutet, dass Epona früher da oben verschlossen war, dass das ein ganzer Berg war und dass einfach diese Schießpulverfabrik das hier wirklich komplett auseinandergerissen hat. Jetzt müssen wir hier nur mal gucken, wo wir hier was finden, was nach Archäologie aussieht. Ich weiß nicht, ob wir dann wieder solche Töpfe kriegen oder ja, da vorne glitzert schon. Ja, wir müssen scheinbar ja wieder Töpfe zerschlagen. Wow. Ah, na schön. Es hat übrigens gar nicht lange gedauert, bis ich das gefunden habe. Bei solchen Sachen wünsche ich mir dann auch, ich würde einfach mir Let's Plays angucken und dann wüsste ich es schon. Oh, da. Ja, erster Versuch, ne? Du findest in der antiken Amphore einen Messingrohr mit Verschluss. Du schraubst dieses ab und findest darin eine andere Seite von Mississippi Jones Tagebuch. Du nimmst die zusammengerollte Tagebuchseite aus dem Messingrohr und liest. 22. Mai. Liebe Cornelia, meine Verfolger versuchen mir auf den Fersen zu bleiben. Doch wenn er glaubt, dass ich leichte Beute sei, täuscht er sich. Ich habe alle Spuren verwischt. Nicht mal ein Spur. Ein Spürhund. So, hätte mich hier finden können. Ha, wie auch immer. Ich will dich nicht beunruhigen. Lass mich mit Araxas Horn fortfahren. Fast alles in dieser Fundstätte wurde während des großen Donners zerstört. Leider gab es hier keine neuen Hinweise. Zum Glück bin ich jedoch mein Verfolger los und das war der eigentliche Grund, hierher zu kommen. Jetzt ist es endlich an der Zeit, zu Eponas mystischem Ort zu reisen. Es ist Zeit, in Neu-Alexandria nach Araxas Horn zu suchen. In der Bibliothek, in der römische Alchemisten und Philosophen einst waren, muss das Horn zu finden sein. Cornelia, wenn du diesen Brief liest, folge meinen Fußspuren. Sie führen nach Süden. Nach Neu-Alexandria oder zumindest zur Festung, die rundherum gebaut wurde. Du glaubst zu verstehen, wohin Mississippi Jones von hier aus gereist ist. Du entscheidest dich, diesmal weiß ich es wirklich. Wenn wir nämlich auf die Map gucken, weiter nach Süden, die Festung Fort Maria. Okay, ich glaube, in diese Richtung kommen wir hier nicht raus. Das bedeutet, ich reite einmal in die andere Richtung. Und dabei nehmen wir uns einfach mal einen Moment Zeit und genießen dieses wundervoll überarbeitete Epona bis jetzt schon. Ich freue mich schon drauf, wenn der Spiegelsumpf überarbeitet wurde. Ich werde jetzt aber mit der Spinnenquest nicht so lange warten, bis das geschafft ist. Also bis ich mir da die Belohnungen abhole. Natürlich sähe das dann schön aus, aber wir werden uns das auf jeden Fall noch angucken. Aber darauf warte ich nicht jetzt. Okay, so. Hier ist unser Leuchtestrahl. Und der ist auch quasi perfekt daneben. Was machst du denn hier? Hey, Kollege! Wie heißt du nochmal? Du hast keinen Namen. Doch, Buck! Hi, Buck! Buck. Langform von. Kurzform von Bucket. Langform von Bar. Bertha. Oder Betty oder wer auch immer. Diesmal nicht. Hi. Hier auch nicht. Gut, dafür, dass ich sie eben als erstes gefunden habe, fände ich sie jetzt wahrscheinlich als letztes. Ah, nein, doch nicht. Du findest in der antiken Amphora ein. Ja, das kennen wir doch schon. Du nimmst die zusammengerollte Tagebuchseite aus dem Messingrohr und liest. 23. Mai. Mist, ich werde immer noch verfolgt. Wer ist dieser Schatten, den ich nicht loswerden kann? Niemand konnte mich bisher hierher verfolgen. Meine Verfolger muss Fortunas Segen haben. Liebe Cornelia, ich war in Neu-Alexandrias Bibliothek, der erste Mensch, nachdem die Römer Jorvik verlassen haben. Ich habe fantastische, unvorstellbare und furchtbare Dinge gesehen. Sachen, die andere über Nacht hätten ergrauen lassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Araxas Horn ist nicht dort, aber jetzt weiß ich endlich, wo es sich befindet. Doch zuerst muss ich meinen Verfolger loswerden, endgültig. Ich dachte daran, die Klippen am Meer herunterzuklettern. Niemand kann mir dorthin folgen, denn kaum einer auf dieser Welt kann solch eine steile Strecke ohne
eine Kletterausrüstung bewältigen. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, aber meine nächsten Seiten werde ich an einem Ort verstecken, den ich hier gesehen habe. Ha, ein perfekter Ort. Wenn du von dieser Kante aus über die Sonneninsel blickst, wirst du es verstehen. Ein X markiert den Ort, genau wie auf einer altmodischen Schatzkarte. Ha, ein X markiert den Ort. Was meint Mississippi? Du überblickst über die Kante nach unten über die kleinen Inseln. Ein X markiert den Ort. Da ist sowas, oder? Ein X markiert den Ort. Ein X markiert den Ort. Moment. Das erinnert mich so ein bisschen an Jigsaw. Ein X markiert den Ort. Ein X. Das werden wahrscheinlich die Wege sein, oder? Die Wege unten auf den Inseln. Aber das ist ja, ja so ein bisschen X. Das hier oder das da. Ein X. Ein X, ein X. Ein X markiert den Ort. Also er will ja, dass wir hier runter gucken. Ne? Das macht er ja automatisch hier in diese Richtung. Und das hier ist so ziemlich das mittigste X, was wir hier finden können, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde behaupten, wir reiten einfach mal da runter und schauen, was wir finden. Ich meine, so gigantisch sind diese Inseln ja jetzt auch wieder nicht. Wir müssen also, nachdem diese Insel war, an der mit dem Baum vorbei und dann sind wir da. Okay. Gut, dann wollen wir doch mal sehen. Diesmal nehme ich euch auf den Weg mit, weil wir noch nicht so viel aus Epona gefilmt haben. Und ihr sollt ja auch ein bisschen was sehen, gerade da das jetzt überarbeitet wurde. Oh, hier die Büsche sind schön. Ich mag es wirklich. Wirklich, wirklich. Schaffen wir das? Schaffen wir das, ohne zu sterben? Ja. Sehr schön, Lionheart. Du bist mein Mädchen. Lionheart läuft richtig prima, obwohl ich sie eine ganze Weile nicht rausgeholt habe. Ach krass, guck mal, hier gibt es einen Weg runter. Natürlich, ich finde jetzt hier solche Abkürzungen. Das ist der ganz normale Wiki-Genie. Ich bin nur noch nie so rum runtergeritten. Auch gut. Was ist denn mit dem Wasser los? Das sieht so türkis aus. Okay, also, dies ist die Insel mit der, wo der erste Hinweis war, vorbei. Dann kommt die mit dem Baum, an der müssen wir vorbei. Und das ist die Insel. Da oben ist Fort Naseburg. Nein, Fort Maria. Ich würde so gerne da mal rein. Ich will mich da unbedingt umsehen, aber es gibt keine Quest bisher, die einen da reinführt. Ich hatte gerade eben fast schon gehofft, dass wir es jetzt betreten können. Aber ich glaube, Sunji hätte uns das schon erzählt, wenn das ginge. Ach, schade. Sieht so cool aus. Diesen Turm da mal hochlaufen. Ein X. Hier ist das X, das ich von oben gesehen habe. Leider ist es nicht das, was er meint. Okay, ein X. Vielleicht ein Felsen, der so ein bisschen aussieht wie ein Kreuz. Oder dieser andere Weg hier drüben. Ein X markiert den Ort. Ein X. Ein X. Wie bei einer Schatzkarte. Bei einer Schatzsuche. Hier war eine Spinne. Ein X markiert den Ort. Ich bin wirklich verwirrt. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte das Rätsel schon gelöst, aber habe ich nicht. Sieh runter und du wirst es verstehen. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht Cornelia bin. Sie ist doch Cornelia, oder? Ein X. Ein X markiert den Ort. Also es müsste ja auch irgendwo anfangen zu glitzern, oder? Also wir müssten ja wieder diese Amphoren sehen, die wir zerdeppern dürfen. Würde ich jetzt mal vermuten. Wobei, er hat ja gesagt, dass es versteckt. Ishini könnte auch mal mein Interface herholen, ne? Vielleicht sehen wir es dann eher. Ein X. Ein X. Ein X markiert den Ort. Pff, ja, okay. Es ist hier direkt hinter mir gewesen. Okay. What? Alles klar, und es sind doch wieder diese Amphoren. Gut, gut zu wissen. Wir zerdeppern wieder römische Reliquien, antiken Kram. Jeder Museumswärter würde gerade sich ins Haar greifen, es sich selber herausreißen und schreien, dann weinen und sich hinlegen und sterben. Dieses Geräusch immer. Ich denke immer, mein Hund ist neben mir und gähnt. Du findest in der antiken Amphora ein Messingrohr? Ja, ja, ja.
Du nimmst das zusammengerollte Tagebuch. Okay, lassen wir das. 24. Mai. Er hat echt einen Tag gebraucht hier runter. Liebste Cornelia, mein Verfolger ist endlich verschwunden. Niemand kann mir die Klippen hinunter gefolgt sein. Niemand überlistet Mississippi Jones. Ich habe in Neu-Alexandria eine Schrift gefunden, die berichtet, wo Araxas Horn versteckt ist. Die Römer verstanden seine Kraft und versteckten es an einem fernen Ort an der Quelle, die beide Flüsse Eponas mit Wasser versorgt. Ich habe darüber die Überreste der Ich habe selbst die Überreste des Aquädukts gesehen, welches die Römer dort versucht haben zu bauen, um Neu-Alexandria mit Warmwasser zu versorgen. Jetzt weiß ich jedoch, dass der Bau nur zur Täuschung ihrer Feinde gedacht war. Eigentlich bauten sie ein geheimes Gewölbe inmitten des Berges, ein Gewölbe für einen wertvollen Schatz. Ich begebe mich nun zur Quelle. Wenn du mir weiter folgst, wirst du dort die nächste Tagebuchseite finden. Glaubst du, verstehen, wo Mississippi Jones von hier aus hingereist ist? Du entscheidest dich, sein Fußball... Okay, also die beiden Flüsse. Die Quelle beider... Ich sehe hier einen Fluss, ich sehe hier einen Fluss. Wo ist da die Quelle? Das wäre das Meer. Und da soll ein Aquädukt stehen. Ein Aquädukt, ist das nicht früher eine Toilette gewesen? Ein Aquädukt? Ist das nicht so eine Römer-Toilette? So ein Römerbad? War das nicht sowas? Okay, lasst uns mal ganz kurz nachdenken. Ich würde sagen, wir reiten einfach mal die Flüsse ab. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, durch den ganzen Spiegelsumpf zu eiern. Ey, dann raste ich aus. Es hieß ja, dass beide Flüsse dort gespeist werden. Ich sehe hier nur diesen einen Fluss. Hier ist irgendwie eine Stelle mit... Hier ist noch so ein Fluss, oder? Lasst uns da mal hinreiten in West-Epona. Wir gucken uns da mal um, ja? Ich reite auch alleine hin. Dieser Weg ist mir jetzt echt ein bisschen zu weit. Bis gleich. Okay, ich will ehrlich sein. Ich habe mir den Mississippi Jones Hut zu Hause geholt und bin dann gleich mit dem Hänger ins Mondsicheldorf gefahren. Das ist einfach viel kürzer jetzt gewesen. Also wir haben ja hier diesen Fluss, der hier so ein bisschen herumkraxelt. Aber das ist in Wahrheit doch nur ein Fluss, der einfach nur so eine Schlaufe zieht hier. Aber wir können trotzdem mal zur Quelle von diesem Fluss reiten. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt gar nicht, wo genau der mündet. Das habe ich mir noch nie angesehen. Lustigerweise. Aber eigentlich kann es nicht stimmen, weil er meinte ja, dass beide Flüsse daraus gespeist werden. Und ich wüsste nicht, dass es irgendwo eine Stelle gibt, in der zwei Flüsse aus Jorvik zusammenfließen. Okay, hier startet das also. Krass. Ein Aquädukt. Ein Aquädukt. Ein Aquädukt. Und im Berg wurde was versteckt. Ein Aquädukt. Hm. Gut, also hier ist es nicht. Wo haben wir denn zwei Flüsse, die zusammenfließen? Wir haben hier einen Fluss. Wobei ist eigentlich wirklich ein Fluss. Hier ein Fluss und hier ein Fluss. Beide Flüsse fließen in das hier zusammen. Aber diese ganze Kante hier abzusuchen, wäre ein bisschen... arg viel, oder? Ja, ich reite einfach mal ein bisschen weiter den Fluss hier entlang und wenn ich was finde, dann sag ich Bescheid. Bis nachher. Halleluja! Wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Gefunden! Also wenn man den Fluss einfach entlang reitet, dann findet man es. Hier fließen zwar absolut nicht zwei Flüsse zusammen. Ich weiß nicht, was dieser Hinweis sollte. Aber gut. Star-Stable Logik eben. Gut, dann fangen wir mal an, hier zu graben. Auch nicht. Die Sache mit dem Aquädukt. Nicht zu fassen. Was das eben sich da überlegt hat. Natürlich ist es wieder die letzte. Da. Ja, das Messingrohr. Genau. 25. Mai. Endlich etwas Ruhe, liebe Cornelia. Mein Verfolger ist bisher noch nicht aufgetaucht. Ich selbst hätte Schwierigkeiten gehabt, mich bis hierhin zu verfolgen. Eigentlich sollte ich massig Zeit haben, um in Ruhe methodisch in diese römische Ruinen zu forschen, aber Araxas Horn ruft.
Das geheimnisvolle Gewölbe, welches die Römer im Berg errichtet haben, findet man im Krater inmitten des Berges. Ich wollte dem Aquädukt Richtung Berg zur anderen Seite folgen, aber es ist komplett eingestürzt. Es wird ein langer Aufstieg, aber ein kleiner Berg war noch nie ein Hindernis für Mississippi Jones. Ha! Natürlich, wir müssen in den Kessel. Da reiten wir gemeinsam hin. Das ist nicht weit von hier und das geht eigentlich recht fix. Jetzt überlege ich nur gerade, welche Seite reiten wir da am besten hoch? Hier vorne, hier hinten. Ich weiß nicht, wo geht es da am besten hoch? Wir probieren es einfach mal da, weil da ist auch ein Weg eingezeichnet. Dem vertrauen wir jetzt einfach mal. Also ein riesiger Krater im Berg, das ist definitiv der Kessel. Wenn ich da jetzt falsch liege, dann dürft ihr mich ohrfeigen. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Ihr seid eine Menge Leute. Ich habe keine Lust, so viele Ohrfeigen zu kassieren. Ah, lasst uns hier hinten lang reiten, wo es auch zum Observatorium geht. Da kommen wir dann nämlich auf jeden Fall hin, das weiß ich. Ah, da sind wir schon. Perfekt. Das ist ja perfekt hier. Wupp, wupp, wupp. Der Kessel, boing, boing. Den findet ihr ganz leicht auf der Map. Also den sieht man da, diesen großen Kringel. Das ist nochmal gut gegangen. Kommen wir hier sicher irgendwo runter? Ich laufe hier eine extra Runde, glaube ich. Moment, wir müssen. Ach Gott, was mache ich denn hier? Ich schlitter da jetzt ein bisschen runter. Hier. Komm schon, das überleben wir fährt, oder? Yikes! Natürlich nicht. Okay, ich schätze mal, der kürzeste Weg ist da vorne wieder runter zu reiten. Ach Mann. Ach, dieser Kessel ist echt ein bisschen blöde, hier runterzukommen. Ist ein kleines bisschen tricky. Wupp! Jetzt haben wir es. Sehr schön. Auf in den Kessel. Wir wollen Araxas Horn finden. Hey Araxa! Wo ist dein Horn? Hier geht's nicht lang. Wupp, wupp, wupp. Wupp, 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 wupp. Ha! Es glitzert! Ihr dürft mich nicht ohrfeigen. Ich hatte recht. So, komm her, dicke Betty. Und da ist es auch schon. Du findest ja. Ja, wir nehmen das 26. Mai. Liebe Cornelia, es ist unglaublich. Mein Verfolger ist mir immer noch auf den Fersen. Er folgt mir geschmeidig wie ein Panther den Berg hinauf. Ich glaube, ihn zu erkennen, aber ich dachte, er wäre tot. Meine Augen müssen mir einen Streich gespielt haben. Ich habe das Tor zum geheimen Gewölbe gefunden. Als Kunstwerk oder Teil eines antiken Tempels gedacht, es ist in Wahrheit ein Teil von einem geheimen Türmechanismus. Türmechanismus. Aber ich glaube, zu wissen, wie man das Tor aufschließt, drückt man auf die drei korrekten Knöpfe der hier stehenden Säulen, öffnet sich der Weg. Das Motiv auf der Tür sagt, welche Knöpfe man drücken muss. Ich habe immer noch einen Vorsprung. Wenn ich mich beeile, kann ich es ins Gewölbe, bevor mein Schatten mich einholt. Du kannst nicht sehen, was Mississippi nicht sehen, was Mississippi Jones gemeint haben könnte. Weder ein Kunstwerk von einem Teil eines antiken Tempels, aber es ist eine Weile her, dass es hier war. Vielleicht hat es sich geändert. Viel kann sich geändert haben. Deutsch. Du entscheidest dich, nach etwas Brauchbarem zu suchen. Tue ich das? Ich entschließe mich also, ja? Ich habe das Tor gefunden, glaube ich. Da ist es. Ja, wir schnappen uns die dicke Betty und hauen da mal ein bisschen auf die Klötze, wa? Und dann geht die Tür mal auf hier, ne? So, komm mal her, Linegirl. Linehart. Wir müssen da einmal auf die andere Seite von dem Tümpel. Ne, hier vorne schon hin. Okay. Da haben wir es schon. Ah, ne, hier ist das Tor. Ah, auch gut. Das hier muss der Eingang zum geheimen Gewölbe sein. Du hast es gefunden. Es ist eine Spinne, wie schön. Was war es, das Mississippi Jones schrieb? Du nimmst die Tagebuchseite heraus und liest sie erneut. Ich glaube, ich verstehe genau, wie das Tor geöffnet werden kann. Es gibt hier eine riesige, es gibt auf den hiesigen Säulen Knöpfe. Und wenn du sie in der richtigen Reihenfolge drückst, öffnet sich das Tor wie von Zauberhand. Das Muster auf dem Tor zeigt, welche drei Knöpfe die richtigen sind. Die Säulen müssen ein Teil von einer Art Code sein, der das Tor öffnet, so wie Mississippi Jones schrieb. Du entscheidest dich, die Säulen zu untersuchen, um das Puzzle ebenfalls zu lösen. Kann der Nebel ein bisschen weggehen? Spinnennetz? Was ist das? Ein Messer?
Ein Spinnenbein? Was soll das sein? Okay, wir müssen also alle mit dem Spinnennetz drücken, würde ich mal vermuten. Säule, hier, Säule, Säule, hier. Okay, ein Spinnennetz, das passt. Messer würde ich jetzt erstmal nicht drücken. Das ist kein Messer, das ist eine 1. Nee, doch, oder? 3. Spinnennetzmesser 3, Ente. Was? Acht. Spinne. Was hat die Ente damit zu tun? Hier muss noch weiter oben noch irgendwo eine sein. Ah nee, das war die hier richtig. 8. Eine Spinne hat 8 Beine. Ja! Krass! Spinnennetzspinne und die 8 für die 8 Beine. Wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das so leicht wird. Oh, es ist für Kinder. Okay. So, das Puzzle habe ich gelöst. Falls ihr damit Probleme habt, bitte sehr. Auf Anhieb, locker, flockig vom Hocker reißen wir hier das Quiz vom Hocker und lösen es. Ich bin eine Puzzle Queen. Du hast das Tor zum geheimen Gewölbe aufgeschlossen, aber es will sich nicht öffnen. Irgendwas muss falsch sein. Was? Das Rumpeln geht weiter. Du entscheidest dich, genauer nachzusehen. Vielleicht kannst du etwas tun. Scheinst du, als ob Schotter und anderer Schotter in den Mechanismus gelangt ist. Wenn man nicht einmal pro Millennium ein Auge auf seinen geheimen Türen wirft, dann kommt es eben dazu, denkst du dir und keucht. Das ist ein Problem, welches eine Lösung abverlangt, die Frank Einstein stolz machen würde. Zeit, die Hacke zu holen. Ich soll jetzt mit meiner Hacke das kaputte Tor reparieren, ja? Betty, komm, wir hauen drauf. Hau drauf, Betty. Mach kaputt. Los, ich will da rein. Oh. What? Mit einem letzten Schlag schaffst du es, alles zu entfernen, was den Mechanismus der Tür blockiert. Und ein paar Teile der Maschine fliegen mit davon. Es scheint aber kein Problem zu sein, da die Tür sich öffnet. Du bemerkst, dass der Boden plötzlich vibriert und ein stumpfes Geräusch ertönt aus dem Berg. Das geheime Tor knarrt beunruhigend an den Scharnieren. Es fühlt sich so an, als ob alles in wenigen Sekunden in sich zusammenstürzt. Du entscheidest dich dennoch, hineinzugehen, da du nicht hergekommen bist, um aufzugeben. Dann wollen wir mal sehen. Oh, Jesus. Ach, krass. Wow. Ah, das ist echt gefährlich. Da liegt ein Buch auf dem Boden. Du entscheidest dich, einen näheren Blick darauf zu werfen. Lass es uns doch einfach einstecken. Was für ein Buch ist das? Der Rest von Mississippi Jones Tagebuch. Er muss es aus irgendeinem Grund fallen gelassen haben. Aber warum hat er es nicht wieder mitgenommen? Deine Gedanken werden von einem neuen Geräusch unterbrochen. Es knarrt, kracht und rumpelt wie verrückt. Du weißt, was es bedeutet. Der Geheimgang beginnt zusammenzustürzen, jetzt zählt jede Sekunde. Schnell raus! Du wirfst das Tagebuch in deinen Rucksack und sprintest zum Ausgang. What? What? Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Oh boy. Oh, gerade noch geschafft. Ach, schade. Und wo ist jetzt das Horn? Na, verdammt. Der Geheimgang ist vollständig eingestürzt. Es ist unmöglich, durchzukommen. Das ist auch schon ein bisschen alt. Du liest den letzten Eintrag des Tagebuchs, 26. Mai. Der Weg steht offen, aber mein Verfolger ist nahe. Liebe Cornelia, ich habe meinen Verfolger unterschätzt. Er ist mir jetzt dicht auf den Fersen und endlich weiß ich, wer es ist. Es ist der gefährlichste Mann, den ich je kannte.
Ich muss Araxas Horn einfach vor ihm finden. Ich muss es schaffen, bevor Herr Sandman es tut. Der ist das! Ich werde dich auf ewig in meinem Herzen tragen, dein Mississippi. Du hast das Horn zwar nicht gefunden, aber dafür den Rest von Mississippi Jones Tagebuch. Es ist an der Zeit, zu Hawaii Jones zurückzukehren und von deinem Abenteuer zu erzählen. What? Ich hoffe, Mississippi hat sich das Horn geschnappt und ist damit weggelaufen. Und hat es irgendwo anders in Sicherheit gebracht. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Herr Sandman, Herr Sands, das ist doch bestimmt von dem dann der Großvater oder irgendwas, oder? Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht so ist. Das glaube ich nicht. Das muss er sein. Herr Sandman, Herr Sands, das ist doch kein Zufall. Ich bitte euch. Okay, da die Zeit langsam ein bisschen knapp wird, sehen wir uns gleich in New Hillcrest bei Hawaii Jones wieder, okay? Bis gleich. Okay, die Aussicht muss ich euch trotzdem kurz zeigen. Wir sehen da hinten Fort Pinter. Da das Silverglade Schloss hier oben, die GED-Baustelle, die noch vollkommen im Verborgenen liegt. Und da unten ist das Portal nach Pandoria, durch das wir mit den Soul Ridern durchgegangen sind. So sehen die Statuen also ohne den Nebel aus. Krass. Ich habe das eigentlich durch Zufall hier gefunden. Ich dachte eigentlich, ich reite hier hoch zum Observatorium, aber das ist doch nicht der Fall. Interessanter Ort, den ich hier entdeckt habe. Das wollte ich euch nur kurz gezeigt haben. Ja, wir sehen uns jetzt, sobald mein Pferd wieder laufen kann. Trotzdem gleich in New Hillcrest wieder. Bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Und da vorne ist auch schon Hawaii. Hawaii Jones. Hallo, wie ist das gelaufen? Du konntest Araxas Horn nicht finden, sagst du? Ha! Willkommen im Club! Aber so ist das Leben als Abenteurer nun mal. Wir riskieren unser Leben, um Schätze und Relikte zu finden, die im letzten Moment aus unseren Händen verschwinden. Aber es ist die Jagd, die am spaßigsten ist. So pflegen wir es, in unserer Familie zu sagen. Der Schatz selber ist niemals so aufregend wie das Abenteuer, welches einen dorthin führt. Es war doch ein Spaß, nicht wahr, Elva? Ach, du ähnelst mir so sehr, Elva. Jetzt habe ich auf jeden Fall den Rest von Mississippis Tagebuch. Ich muss dir also von Herzen danken. Es bedeutet mir sehr viel, dass du so viel riskiert hast, um es zu finden. Wenn du immer noch daran interessiert bist, etwas über Archäologie in Epona zu lernen, dann lehre ich dich alles, was ich weiß. Also dann, Archäologie in Epona? Während du draußen warst und nach Araxas Horn gesucht hast, bin ich durch all die meine Bücher und Karten, die von Epona handeln, gegangen. Ich habe außerdem mit den Bewohnern von New Hillcrest gesprochen und Tipps bekommen, wo man nach altertümlichen Städten suchen kann. Ich hoffe, du hast viel Zeit. Wir haben nämlich einiges zu tun. Oh je. Dann erzähl mal. Schon fertig, okay. Na also, jetzt weißt du genauso viel wie ich über Archäologie in Epona. Du wirst jetzt kein Problem mehr damit haben, Fundplätze zu finden, bei denen du deine alte Hacke anwenden kannst. Es gibt 4 Gebiete, in denen du nach archäologischen Schätzen suchen kannst. Rund um den Butterberg kannst du Überreste der römischen Baracke finden, die im Spiegelsumpf im Spiegelsumpf kannst du Beweise dafür finden, dass dies ein Geheimversteck für Schiffbrüchige war. Es gibt an der Wrackküste immer spannende Dinge zu entdecken und an den östlichen Hängen haben Menschen zu allen Zeiten gelebt, wie es zu einem tollen Ort für Ausgrabungen macht. Es war mir eine Freude, dich zu treffen, Eva. Komm zurück, wann immer du Fragen haben solltest. Ich bin sicher noch eine Weile in New Hillcrest. Bis dann. Das machen wir nicht mehr jetzt, weil uns die Zeit leider vollkommen davongerannt ist. Das bedeutet, wir müssen auch diese Folge wieder leider beenden. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, erzählt mir mal, seid ihr schon so weit? Wart ihr schon hier? Habt ihr schon die Fundplätze ausgegraben und was gibt es dafür für Belohnungen? Das würde mich interessieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Let's Play Star Stable Online wieder. Bis dahin, Okamis.